Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Village. Wir haben uns im letzten Part schön im Dorf nochmal umgeguckt, weil wir einen roten Schornstein suchen mussten, laut den Händler hier. Und darin haben wir etwas gefunden. Nämlich halt ein weiteres Teil für unseren Schlüssel. Jetzt hat es nämlich sogar vier Flügel. Und jetzt können wir uns aussuchen, in welchen der nächsten Gebiete wir als erstes gehen. Das mache ich aber jetzt noch nicht, weil ich habe mich noch mal umgeschaut. Also nebenbei schaue ich jetzt auch noch die Let's Plays von anderen Let's Playern. Wie zum Beispiel der liebe Epic Loot, dessen Name hoffentlich ich richtig ausgesprochen habe, wie schon des Öfteren erwähnt. Ich bin mir so unsicher jedes Mal. aber denke ich schon, dass es richtig ist. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann korrigiere mich. Und der hat das auch schon angefangen zu Let's Playen. Schaut gerne bei ihm vorbei, kann ich empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Und, hier, der liebe Let's Play Markus, einer der Let's Player, die ich auch jedenfalls hauptsächlich schaue, wenn es um Resident Evil geht. Weil, der macht das auch schon. Also, der ist schon, der ist eigentlich ein Nintendo-Let's Player, aber Resident Evil gehört schon seit Anfang, seit er Let's Plays macht, zu seinem Kanal. Und ich habe dadurch entdeckt, dass ich manche Sachen übersehen habe. Und zum Beispiel im Schloss habe ich einen Raum übersehen. Ich habe im Schloss Dimitrescu. Wartet. Im Schloss Dimitrescu habe ich einen Raum übersehen, den ich mit diesem Schlüssel öffnen könnte. Ist ärgerlich. Das hätte man nämlich, das war so ein blaues Auge. Das hätte ich mit den silbernen Ring kombinieren können, dann wäre das nochmal etwas teurer, wenn man das verkauft. Aber ich habe den Ring einfach stumpf verkauft und den Raum habe ich komplett vergessen. Jetzt können wir wahrscheinlich eh nicht mehr zurück ins Schloss Dimitrescu, also von daher ist egal. Auf jeden Fall hier auf der Karte sehen wir ja noch rote Räume. Das heißt, die Räume sind rot. Das heißt, irgendwo ist dann da noch etwas. Und das möchte ich nochmal eben machen, bevor wir in die nächsten Gebiete gehen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ach ja, wusstet ihr eigentlich schon, dass Ethan Winters Tagebücher schreibt? Anscheinend. Also, scheint mir zumindest so. 9.2. Dämmerung, irgendwo im Wald. Es war eigentlich ein Abend, wie jeder andere. Aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt und hat Mia vor meinen Augen erschossen. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? 9.2. Das spielt am 9.2. Sicher? Ja doch, am 9.2. Anfang des Jahres 2021. Früher, morgen. Dorffänger. Was, Dorffänger? Okay. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden, aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde getötet. Kurz darauf hat mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor diese Dinger ihr zu nahe kommen. Wann hat Ethan diese Tagebücher geschrieben? Scheint er zu schreiben, wenn man halt Ereignisse erlebt. Aber keine Ahnung, das sehen wir nicht, wann er diese Zeit sich mal nimmt und diese Zeit gefunden hat, diese Tagebücher zu schreiben. 9.2. Morgen. Lucias Haus. Bei einer Frau namens Lucia konnte ich weitere Dorfbewohner treffen. Aber auch sie wurden getötet, nachdem sich einer von ihnen plötzlich in einer dieser Kreaturen verwandelt hat. Jetzt verstehe ich. Diese Monster sind die Dorfbewohner. Und das Dorf ist ihr Nest. Jedenfalls habe ich als einziger überlebt und gehe jetzt zum Schloss, um nach Rose zu suchen. Nach Rose. 9.2. Morgen. Eine Mine. Auf dem Weg zum Schloss wurde ich von 5 Irren gefangen genommen. Heisenberg, ein Typ mit einem Hammer. Dimitrescu, locker die größte Frau der Welt. Donna hat so eine creepy Puppe. Moriu,
Schleimspuckendes Etwas. Miranda, die anderen nennen sie Mutter. Ja, Mutter Miranda. Sie können anscheinend diese Monster kontrollieren. Wer oder was sind diese Leute? 9.2. Morgen vor dem Schloss. Vor dem Schloss stand ich einen Kaufmann mit vor dem Schloss stand ein Kaufmann mit seiner Pferdekutsche. Er nennt sich selbst Duke und scheint zu wissen, was hier vor sich geht. Ich traue ihm nicht. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss in diesem Schloss nach Rose suchen. Oder wenigstens nach ein paar Hinweisen. 9.2. Morgen. Schlossgemächer. Dieses Schloss sieht aus, als wäre es direkt an einen alten Horrorfilm entsprungen. Komplett mit übermenschlicher Schlossherrinnen und drei gestörten. Nee, warte mal. Das Schloss sieht aus, als wäre es direkt einen alten Horrorstreifen entsprungen. Komplett mit übermenschlicher Schlossherrin und drei gestörten Töchtern. Alter Evil, wie der das schreibt. Sie haben mich entdeckt und an den Händen aufgehängt. Hab mich befreien können. Hat aber scheiße weh getan. Oh ja, das glaube ich dir. Hat aber scheiße weh getan. Richtig. 9.2. Morgen, Innenhof des Schlosses. Ich kann Rose nirgends finden. Vielleicht war sie niemals hier. Vielleicht wird sie woanders festgehalten. Es gibt jedenfalls keinen Grund, noch länger in diesem beschissenen Schloss zu bleiben. Jetzt muss ich hier nur noch wieder rauskommen. 9.2. Mittag. Turm der Andacht. Okay. Die Dimitrescu hat sich in ein Monster verwandelt. Hab sie erledigt. Auf dem Weg raus aus dem Schloss habe ich irgendeine Art Glasbehältnis gefunden. Du siehst deine Rose nie wieder, hat sie als letztes zu mir gesagt. Warum will mir das nicht aus dem Kopf? Oh, Ethan, denk nicht so negativ, bitte. 9.2. Mittag, Altar. Rose Kopf in diesem Flakon? Wie krank muss man sein? Bei all dem Scheiß, der hier abgeht, komme ich überhaupt nicht mehr mit. Der Duke sagte, es gäbe einen Weg, sie zu retten. So richtig glauben kann ich es nicht, aber bleibt wohl nichts anderes übrig, als diesen Mann zu besuchen, der in dem Haus mit dem roten Schornstein wohnen soll. Da wohnte keiner. Da war nur ein weiterer Lycan, ein weiterer Lykan. 9.2. Nachmittag, Altar. Warte mal. Rose wurde also auf vier Flakons aufgeteilt und an vier sogenannte Grafen angehändigt. Die Dimitrescu, Donna, Moreau und Heisenberg. Wenn ich alle vier Flakons finde, kann ich Rose angeblich retten. Ich vertraue dem Duke noch immer nicht. So richtig. Aber eins ist sicher, ich werde alles tun, um meine Tochter zu retten. Okay, der letzte Eintrag. Sorry, eine kleine Lesestunde. Warum denn mal nicht, ne? Warum denn nicht? Ist doch auch mal was. Ja, das hier ist das Haus mit dem roten Schornstein. Ja, und da haben wir so Sachen gelesen. Und da haben wir den Schlüssel hergeholt. Gibt es sonst noch irgendwas? Hab ich. Ne, hier ist alles clean. Hier habe ich alles. Hier habe ich jeden Schatz gefunden, den ich finden wollte. Und die Hühner kann man doch töten. Die Hühner kann man doch. Bitteschön. Ich weiß, das ist echt gemein von mir. Aber Geflügel, dafür haben wir Geflügel. Das ist nur für das Spiel gut, ne? In echt würde ich sowas niemals tun. In echt könnte ich das gar nicht, Alter. In echt könnte ich Tiere nicht töten. Echt nicht. Okay, auch so Spinnen. Spinnen töte ich gerne. Spinnen mag ich überhaupt nicht. Kein bisschen. Also Spinnen finde ich eklig. Also ich habe jetzt keine Spinnenphobie. Oh, das tut mir so leid, ey. Und vor allem, wie die sich dann noch ein letztes Mal bewegen, so richtig schmerzhaft. Boah, das tut schon einen leid, ey. Gut. Ich wollte jetzt gucken, wo noch was war. Hier dem Haus scheint noch irgendwas zu sein, was ich nicht geholt habe. Irgendwas scheint noch da drin zu sein. Aber was ist die Frage? Was könnte hier noch sein? Außer dieser Zettel.
Ah, eine Kiste vielleicht? Nee, doch nicht. Doch nicht. Hätte ja durchaus sein können, dass hier eine Kiste ist, die man öffnen kann. Aber demnach anscheinend nicht. Ja, die Schublade habe ich ja geöffnet. Teller, die man kaputt machen kann. Aber sonst auch nichts. Oh, doch. Geld. Und Karte ist blau? Ja. Eigentlich müssen das nicht machen natürlich, ne? Wir müssen das nicht machen, aber ich würde das gerne einfach mal machen. Weil, ja, ich möchte doch schon echt wohl finden, was es hier zu finden gibt, ne? Ah, und hier ist noch so ein Brunnen. Hier ist noch. Ah, ne, den. Ah, ne. Den hatte ich ja schon. Hier war ich noch gar nicht drin. Fällt mir so mal gerade eben auf. Seit wann ist das Tor auf? Seit wann ist das Tor hier auf? What the hell? Chemikalie. Aber dafür bekommen wir viel Loot. Das ist sehr schön. Was ist da? Vivianit oder so, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Rubin. Wir sind hier bei The Legend of Zelda übrigens. Ein Teddy. Ein Teddybär. Ein Teddybär, okay. Ist hier. Ne, wir haben hier auch alles, okay. Was kann man mit dem Teddy denn machen? Ne, falsche Taste. Ne, hier ist es nicht. Da. Teddy, ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihm schon kaufen. Wertvoll, okay. Ein Teddy, das soll wertvoll sein. Madalina. Körper. Ein Teil einer Puppe der heisigen, sagenhaften, wertvoll. Einer heisigen Sagengestalt. Okay. Okay, da wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. Gut. Ah, stimmt. Und hier habe ich auch noch was übersehen. Ach, wie gut, dass man Let's Plays gucken kann. Also ich gucke natürlich. Ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft jetzt, wenn wir weiterspielen, passiert. Ich gucke mir nur die Parts an, wo ich weiß, da war ich schon bereits. Also, ich gucke mir nur Parts an, wo ich weiß, diese Abschnitte hatte ich schon hinter mir. Okay. Und hier ist ein Dietrich. Wir haben einen Dietrich. Woher wir den auch immer finden. Manchmal frage ich mich auch, woher finde ich all diese Sachen. Aber dafür haben wir Schrotmunition. Und hier ist etwas, das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückenwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, geh schon mal allein zu Luisa. Vater. Okay, ja, okay, das war ein Hinweis, dass im Stall so ein Loch ist an der Wand und dass man dadurch, dass man da. Da durch kann. Aber hier, das Brief hier mit am Ende Vater und, ne, das zu Luisas Haus, da waren ja nicht viele bei, ne? Könnte das sein, könnte das sein, dass das hier das Haus von dem einen Vater und, wie heißt sie? Und Elena? Kann das sein, dass das Haus von Elena und ihrem Vater war? Könnte doch sein, oder? Ich meine, warum nicht? Ich meine, okay, sieht jetzt nicht mehr alles mehr so schön und heile aus, aber ich meine. Ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Ich meine, was spricht denn dagegen, ne? Hier ist ein Bett. Und da ist ein Bett. Irgendwo schläft der Vater und irgendwo schläft Elena. Also, hat geschlafen. Jetzt wohl, denke ich mal, nicht mehr. Stellt euch mal wirklich vor, ey, das wäre das Haus von denen und wir haben einfach Sachen von denen mitgenommen. Tut mir leid, Luisa. Tut mir leid, Luisa sage ich schon. Tut mir leid, Elena und Elenas Vater, falls das wirklich so der Fall sein sollte. Oh Mann. Gut, gucken wir uns weiter um. Nee, hier können wir gar nicht mal durch. Hier können wir gar nicht durch. Wir müssen den anderen Weg nehmen, wenn wir weiterhin looten wollen und gucken wollen und schauen wollen, ob wir irgendwo noch was übersehen haben. So, wo war ich denn? Hier ist noch ein. Genau.
Genau. Ist ein bisschen blöd, immer auf die Karte gucken zu müssen, ne? Verstehe ich, aber hey. Ich meine, okay, so schlimm finde ich das gar nicht, auf der Karte ständig zu gucken. Manche haben sich darüber beschwert, dass man ständig auf die Karte gucken muss. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm. Weil, ne, man muss ja gucken. Ach so, das war nur die Toilette, okay. Man muss ja gucken, wie man, ob man alles dann hat oder nicht. Irgendwie muss das ja kontrolliert werden können. So, ihr wisst schon, was ich meine. Denke ich mal, hoffe ich mal. So, ist hier irgendwas? Ich meine, das ist noch rot. Das ist noch rot. Also muss doch hier irgendwas sein. Ja, hier oben. Ah, und jetzt ist es blau. Sehr schön. Das ist gut. Das freut mich. So. Weiter geht's. Weiter mal gucken. Weiter gucken, ob es nicht noch irgendwo was gibt. Wie zum Beispiel hier. Ja, aber dafür brauchen wir einen Dietrich und den haben wir nicht mehr. Das ist blöd. Suppe. Suppe, die schon länger da steht und kalt ist und wahrscheinlich nicht mehr so lecker ist. Naja, immerhin besser als die Suppe von Margaret. Immerhin besser. Okay, einen Dietrich haben wir jetzt zurzeit hier nicht, also können wir das hier nicht looten. Aber da hinten ist noch was. Das da hinten und da. Und da, boah, hier ist so viel Kram. Leute, ich dachte, wir machen storytechnisch weiter, aber irgendwie machen wir doch noch nicht storytechnisch komplett weiter. Ich möchte unbedingt erstmal gucken. Unbedingt erstmal hier looten. Es kann uns ja durchaus noch als nützlich erweisen, nicht wahr? So für manche Situationen. Ja, da können wir ja noch nicht rein. In das Haus. Können wir noch nicht rein. Gibt es hier doch noch irgendwas? Ne, hier gibt es nichts. Okay. Dann hat sich das hier, denke ich mal, erstmal soweit erledigt. Denke ich. Hoffe ich. Sofern ich nichts übersehen habe hier. Aber irgendwo war noch ein Tor, das mit diesen Symbol irgendwo, glaube ich, auf der Karte zu sehen. Ja, genau dort. Dann hoffe ich mal, dass ich da irgendwie hinkomme. Das wäre schon sehr nice. Dann würde ich das mal eben öffnen wollen. Wenn man da überhaupt hinkommt. Das weiß ich nämlich nicht. Ob man da hinkommt, ich weiß es nicht. Scheint mir nämlich gerade momentan nicht so zu sein, also können wir das auch noch nicht öffnen. Okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Gut zu wissen. Weil dahin zurück, wo die Resident Evil 4 Glockenanspielung war, da können wir leider noch nicht durch. Der Tor ist immer noch zu. Es wird bestimmt noch irgendwann einen Weg geben, wo man dahin kann. Bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, da hinten war noch was. Irgendwas war hier noch. Und danach machen wir weiter. Danach machen wir mit der Story weiter. Danach werden wir gucken, wie es storytechnisch weitergeht. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Hier ist nämlich noch hier ist noch so einiges rot. Hier ist noch so einiges rot vor allem. Ach, wenn mein Deutsch einfach perfekt ist, ne? Ganz viele Bilder von Mutter Miranda. Oh! Ja, ich weiß ganz genau, warum es hier noch rot ist. Haha! Nice! Jetzt dürfte es blau sein. Sehr schön. Ja, und sonst haben wir erstmal soweit alles. Gut, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Leute, dann würde ich sagen. Machen wir weiter. Erstmal. Machen wir weiter. Ja, eine kleine
Erkundung des Dorfes schadet doch nie. Okay, haben wir auch im letzten Part gemacht, aber ich habe da einige Sachen übersehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch gewesen. Na, was geht ab bei dir? Den kann man nicht abschießen. Das wäre auch, wär auch gemein. Der hilft uns ja schon. Und dann ihn abzuschießen wäre jetzt nicht so schön. Irgendein Tor haben wir aufgeschlossen und irgendein Tor haben wir zugelassen. Das Tor haben wir aufgeschlossen. Weil ich die Hoffnung habe, dass wir erst zu Benevento gehen. Das ist dann hier. Nee, das ist Donner. Okay, ich habe irgendwie doch keine Ahnung. Okay, nein, würde ich sagen, erkunden wir einfach erstmal die Umgebung in Ruhe. Warte mal. Ja, achso, ja, von hier kamen wir sogar. Von hier kamen wir. Steineres Podest. Zugbrücke, okay. Lasst mich mal kurz überlegen. Komm, öffnen wir einfach mal das Tor auch. Einfach mal, ich möchte gucken. Ah ne, können wir gar nicht. Hä, warum können wir das denn nicht? Warum können wir das nicht? Wir haben doch den Schlüssel. Der hat 4 Flügel. Okay, irgendwie geht das nicht. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Also können wir einfach... Dann können wir nur durch dieses Tor. Ach so, weil das Embryo in der Mitte da drin nicht ist. Und da schon. Oh, okay, okay. Ah. Somit schließt sich der Kreis. Und es wird direkt wieder creepy von der Atmosphäre her. Ja, ich denke mal, denen geht's nicht mehr so gut. Scheiße, was ist das? Och nein! Geht mit Puppen weg! Ich hasse Puppen! Ich hasse Puppen. Das ist ein Grabstein. Kann man aber nicht lesen, was da drauf steht. Kann man Puppen kaputt machen? Bitte lass mal. Ich will das kaputt machen. Die Puppen scheinen ja echt stabil zu sein. Die halten einiges aus. Ja, die Rahmen beschweren sich schon, weil jemand wird durch die Gegend ballert. Der Ethan Winters kommt. Und ballert alles ab. Alter, was geht hier ab, Leute? Das sieht schon creepy aus. Das ist schon gruselig, du. Da weiß man ja echt nicht, welchen Weg man zuerst gehen soll. Gehen wir erstmal den Weg. Lang. Wir sind hier anscheinend auf einem Friedhof. Scheint es mir gerade so, sonst wären hier nicht so viele Grabsteine. Achso, das ist eine Abkürzung oder was? Eine Abkürzung wieder hierhin zurück. Okay. Gut zu wissen. Okay, dann gehen wir jetzt in diese Richtung. Da ist eine Brücke. Sieht nicht sehr stabil aus, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Alter, ich würde mich das niemals trauen. Aber Ethan tut alles, um seine Tochter zu retten. Denen ist das Shit egal. Ich meine, der hat auch alles dafür getan, um seine Tochter zu retten. Seine Freundin zu retten, damals. In Louisiana. Ethan. Was?
Mia? Mia. Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Das ist. Was war das jetzt? War das jetzt. Haben jetzt irgendwelche Feinde mit uns gespielt, die Halluzinationen zeugen? Oder. Ich meine, ne? Wenn Ethan noch mit dem Pilz infiziert sein sollte. Das führt ja eigentlich auch zu Halluzinationen, aber eigentlich eher dadurch, dass man Evelyn sieht. Aber Evelyn ist ja tot. Ich weiß nicht, ob man ihn trotzdem irgendwie dadurch beeinflussen kann oder nicht. Stattdessen sieht er jetzt Mia. Boss ist creepy. Mia ist ja tot. Aber wir sollen ihr anscheinend irgendwie folgen. Hier kann man nicht durch. Hier kann man nicht durch. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Boah, hört mal auf, mir Angst zu machen. Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Ach du Scheiße. Was ist das? Ein Grabstein. Beneviento, 1987 bis 1996. Okay. Warte mal, ist diese Beneviento dann nicht tot? Was geht hier ab, Leute? Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Friedhof, muss man ja schon sagen. Bin ich jetzt? Ethan fragt sich das zu Recht. Gib deine Erinnerung ab. Was? Oh nein, was? Familienfoto, ein Foto von mir und Rose. Nein, das will ich nicht abgeben. Gib deine Erinnerung ab. Hier, du kannst die Erinnerung von meiner Schatzkarte haben. Das kann hier nicht verwendet werden. Oh, ist das gemein. Nein, ich will das Foto nicht abgeben. Nein. Das ist die einzige schönste Erinnerung, die Ethan noch hat. Was zum Teufel? Die Tür ist auf. Okay, man kann aber auch wieder raus. Gut zu wissen. Was zum Teufel? Wo sind wir hier? Alter! Ein Aufzug nach oben. Was war das? Mein Gott, das ist ein ziemlich langer Aufzug. Das ist ein ziemlich langer Weg nach oben, kann das sein? Komm mit mir, Ethan. Was?
Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Ach du Scheiße, wie... Können wir mal bitte darüber reden, wie geil das aussieht gerade von der Optik? Alter! Leute! Oh mein Gott! Okay, Leute, da würde ich sagen, machen wir das aber im nächsten Part. Wir nähern uns im nächsten Part dieses Anwesen. Ja, genau. Wir beenden heute mal die Folge mit diesem wunderschönen Ausblick auf dieses Anwesen. Das hat jetzt irgendwie kleine Resident Evil 1 Flashbacks. Halt nur jetzt nicht allgemein, sondern eher nur wegen diesen Anwesen, weil das ein bisschen von der Optik her mich daran erinnert. Leute, ich bedanke mich dann nur bei euch herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Resident Evil Village. Und dann werden wir mal in Erfahrung bringen, was es da mit auf sich hat. Ich vermute, wenn wir jetzt wirklich zu Beneviento kommen sollten, dass wir Puppen vor uns haben werden. Und ich hasse Puppen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao.